Hallo zusammen, da bin ich wieder zu Folge 5 meines Affinity Tutorials. Nachdem wir in Folge 4 das Zeichenstiftwerkzeug kennengelernt und einen langweiligen Himmel durch einen mit mehr Pep ersetzt haben, wollen wir uns heute um alles das kümmern, was mit Reparieren und Verbessern zu tun hat. Vorab eine Info zum Thema Inpainting ganz allgemein. Mit dem Werkzeug Restaurieren bzw. Inpainting könnt ihr beschädigte und unerwünschte Bereiche einfach überpinseln. Die für diese Korrektur benötigten Daten werden durch komplexe Algorithmen aus den umliegenden Bildbereichen entnommen, um die fehlenden Bereiche zu rekonstruieren. Es empfiehlt sich, möglichst weit in das Bild hinein zu zoomen und mit kleinen Pinselspitzen zu arbeiten. Da, bei aller Liebe, die Algorithmen nicht ahnen können, was genau du dir mit zwei großen Pinselstrichen quer über das gesamte Bild vorgestellt haben könntest. Bildbearbeitung mag für manchen zwar an Hexerei grenzen, mehr aber auch nicht. Also, Folge 5 läuft unter dem Titel Retusche, Objekte entfernen, reparieren, Klonstempeln, Flecken entfernen, rote Augen entfernen und schon geht es los. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Werkzeuge in diesem Bereich zur Verfügung. Hierbei sind das Klonen und das Reparieren sich am ähnlichsten. Sie unterscheiden sich wie folgt. Mit dem Werkzeug Klonen kopieren wir Pixel aus einem Teil des Bildes oder einer Ebene an eine andere Stelle. Das Werkzeug verwendet eine Quelle, angezeigt als kleines Plus oder Kreuzchen, aus der die Daten geklont werden. Diese Quelle verschiebt sich in Relation zu dem Werkzeugcursor, angezeigt durch einen Kringel oder ein kleines O. Die Position der Quelle lässt sich neu definieren, wenn wir aus einem anderen Bereich klonen möchten. Mit dem Werkzeug Reparieren malen wir Bereiche aus einem Teil des Bildes in einen anderen hinein. Diese Technik eignet sich sehr gut, um Fehler zu beseitigen oder für generelle Retuschierarbeiten. In vielerlei Hinsicht funktioniert das Reparieren genau wie das Klonen. Die Zielpixel werden jedoch mit den Quellpixeln gemischt, indem das Werkzeug Textur, Tonwerte und Transparenz der Quellpixel an die Zielpixel anpasst. Beim Reparieren sowie beim Klonen entscheiden wir selbst, von welcher Stelle im Bild die Ersatzpixel kommen sollen. Durch Drücken der Alt-Taste legen wir den Quellbereich fest, dann können wir relativ ungestraft über den zu überdeckenden Bereich drüber pinseln. Außerdem können wir auf einer Extra-Ebene arbeiten, damit das Originalbild unbeschädigt bleibt. Das erreichen wir ganz einfach dadurch, indem wir im Kontextmenü auf Aktuelle Ebene und darunter klicken. Damit lesen wir die Bildinformationen vom Original und schreiben auf eine leere, darüberliegende Pixelebene, die wir zuvor durch einen Klick auf Pixelebene hinzufügen erstellt haben. Beim Flecken-Entfernen-Werkzeug umranden wir mit gedrückter Maustaste das zu übermalende Objekt und fahren dann zu der Stelle, die als Überdeckung gedacht ist. Durch einen finalen Klick bestätigen wir schließlich die Überdeckung. Auch hier arbeiten wir auf einer Extra-Ebene wie beim Klonen und beim Reparieren. Das Entfernen von Schönheitsfehlern lässt sich leider noch nicht schadfrei herstellen. Dafür müssen wir auf die Originalbildebene gehen. Wählt in dem Panel Ebenen die Ebene aus, die ihr bearbeiten möchtet. Wählt in der Werkzeugleiste das Werkzeug Schönheitsfehler entfernen aus. Legt die gewünschten Einstellungen in der Kontextleiste fest und führt einen der folgenden Schritte aus. Klicke auf den Zielbereich oder ziehe vom Zielbereich auf den Quellbereich. Das war's. Beim Restaurieren gehen wir ganz einfach vor. Hier wird ebenfalls mit der zuvor zu erstellenden Hilfsebene gearbeitet, wofür wir im Kontextmenü auf Aktuelle Ebene und darunter klicken. Wir überstreichen einfach den zu eliminierenden Bereich, was durch eine transparente Rotfärbung dargestellt wird, und warten ab, was die Software daraus macht. Wie eingangs erwähnt, werden die für diese Korrektur benötigten Daten durch Algorithmen aus den umliegenden Bildbereichen berechnet und entnommen. Das Korrigieren roter Augen ist ebenfalls leider noch nicht non-destructive, will heißen, wir müssen auf der eigentlichen Bildebene bleiben. Der Job an und für sich ist aber ganz einfach. Wir wählen die Bildebene, dann das Werkzeug und dann umfahren wir mit gedrückter Maustaste in einem Rechteck die rote Pupille
und lassen anschließend die Maustaste einfach los. Voilà. Und wenn uns das Ergebnis nicht gefällt, wiederholen wir das einfach, bis es passt. Das Klonwerkzeug funktioniert fast genau wie das Reparieren. Dieses jetzt extra zu erklären, können wir uns also sparen. Ich persönlich finde das Reparieren-Werkzeug wegen der Mischung von Quell- und Zielpixel irgendwie angenehmer in der Nutzung. Doch das muss jeder für sich selbst entscheiden. Okay, das war's für heute. Sagt mir eure Meinung, schreibt mir eure Wünsche. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Nicht vergessen, Daumen hoch, auf Abonnieren klicken und gerne auch mal einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Tschüss zusammen und bis bald.